Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Du bist alles, alles ist du, deine Identität ist deine Realität. Was heißt das? Das heißt, dass es keine Macht, keine Power außerhalb von dir gibt, weil alles in deinem Kopf entsteht und besteht. Divine Design heißt so viel wie, du bist göttliches Design, du bist nicht fehlerhaft. Alles ist gut und richtig. Das ist der Ausgangspunkt deiner Identität. Dieses Divine Design ist dein genereller Erlaubnisgeber, zu sein, wer du möchtest. Du darfst sein, wer du möchtest. Du darfst dich sehen, wie du möchtest. Du darfst dich präsentieren, wie du möchtest. Aber nicht, um etwas zu erreichen oder irgendeine Opposition einzunehmen, sondern weil sich das für dich nach Liebe, nach Erfüllung anfühlt, weil du dich so erfüllt fühlst, weil du dich als die Erfüllung anerkennst, die Erfüllung all deiner Wünsche. Du erfüllst deine Wünsche, du erfüllst dich und du bist die Erfüllung. Erfüllung ist eine Energie, Erfüllung ist Gott. Das ist, was Gott in Wahrheit ist. Gott ist eine Energie, die eine Frequenz, eine Schwingung, eine Information, eine unsichtbare Information, all das, das ist das Gleiche. Das ist Gott. Eine liebende Information, eine unterstützende Information, eine Information, die dir sagt, alles ist erfüllt, alles ist in Ordnung. Du bist in Ordnung. Es gibt keinen Fehler. Hör auf, Fehler im Außen zu suchen. Hör auf, das Falsche zu suchen, weil das Falsche gibt es nicht, wenn du es nicht generierst, manifestierst, kreierst in deiner Vorstellungskraft. Und genau darum geht's. Gott ist dein Erlaubnisgeber. Das Göttliche in dir. Du, göttliches Wesen, kannst dir jede Erlaubnis geben. Du kannst alles sein, aber nur, weil du es schon bist. Und die Wahrheit, die du bist, für die hast du jegliche Erlaubnis. Aber für das Gegenteil, für falsch zu sein, nicht gut genug zu sein, arm zu sein, nicht geliebt zu sein, abgelehnt zu sein, dafür musst du dir Erlaubnis suchen. Du musst dir erlauben, schlecht zu sein. Dazu brauchst du Gründe, dazu brauchst du Bedingungen, dazu brauchst du Geschichte, dazu brauchst du Vergangenheit. Wenn du das aber alles ablegst, alle Erlaubnisgeber, alle Begründungen, alle Diskussionen, alle Ansichten, alle Meinungen, die sagen, du bist nicht gut genug, die sagen, es fehlt dir etwas, du brauchst noch mehr. Wenn du das ablegst, bist du da? Bist du angekommen? Deiner absoluten God-Self-Power, die nur du bist, deine Ansichten. Schau in den Spiegel. Und sehe das Wunder dieser Welt. Sehe das Wunder der Manifestation. Du bist das erste Wunder der Manifestation. Das erste Wunder bist du. Das einzige Wunder in deinem ganzen Universum bist du. Setz dich hin und erkenne dich als der einzige CEO deines Lebens an. Nimm die Zügel in die Hand und fang an. Vorstellungen, Ansichten, Rückschlüsse zu haben. Dir das bringen, was du möchtest. Du möchtest deinen Traumpartner. Dann hab ihn verdient. Dann hab ihn in deinem Herzen. Hab ihn in deiner Begeisterung. Hab ihn in deiner Ansicht. Hab ihn in deiner Überzeugung. Und genau da ist deine Traumpartnerschaft. Da ist dein Traumbusiness. Da ist dein Traumleben. Da ist dein Traumkörper. Es ist nirgendwo anders. In dir drin. Und wenn es da nicht drin ist, sondern die Abwesenheit drin ist, wo ist der? Wo ist das Business? Wo ist das Geld? Dann bist du in einem Zustand, der nicht wahrhaftig ist, der im Mangel ist. Und deine einzige Aufgabe als Manifester und Schöpfer ist, dorthin zu gehen, wo schon alles entfaltet ist, was du dir wünschst. Deine Wünsche sind da. Deine Wünsche sind entfaltet. Es gibt sie. Es gibt sie in der Realität. Sie sind schon reell.
Bestehe nicht darauf, dass deine Augen sie sehen können. Schließe die Augen und bestehe darauf, dass du sie wahrnehmen kannst mit deinem dritten Auge. Das ist das, was dein drittes Auge ist. Schaue nach innen mit deinem dritten Auge und sehe. Sehe die Fülle und die Erfüllung deiner Wünsche, deines Lebens. Sehe die erfüllte Persönlichkeit. Und aus diesem inneren Blickwinkel sind all deine Wünsche jetzt schon hier. Und der große Fehler, den die meisten machen beim Manifestieren, ist, sie tun nur so. Sie tun nur so. Ja, ich tue mal so. Aber da ist eine ganz große Ladung Energie und Ansichten dahinter, die einfach sagen, ja, tu du mal so. Ja, ja, probier's mal. Schauen wir mal, ob das klappt. Das ist kein Seinszustand. Das bist nicht du. Das ist fake. Das ist fake. Schau mal rein, wie oft du fake bist. Schau mal rein, wie oft du unsicher bist. Schau mal rein, wie oft du deine negativen Gedanken, deine Gedanken, die dich dahin bringen, wo du nicht sein willst, mit irgendwie, ah, ich habe es ja nicht so gemeint. Oh. Klar hast du es so gemeint. Und es schadet niemandem, wenn du es so gemeint hast, außer dir selber. Außer dir selber. Wenn du vertuschen musst, wenn du denkst immer noch, dass deine Gedanken keine Auswirkungen haben, wenn du sie nicht aussprichst, dann bist du immer noch auf dem Holzweg. Jeder Gedanke kreiert, jeder Gedanke manifestiert. Jede Ansicht über dich und andere ist Fakt. Jetzt liegt es daran, an dir neue Facts zu setzen. Facts. Was sind deine Facts? Was ist Fact in deinem Leben? Was sind deine Facts, Standards? Dein Divine Design hat Standards, hat Facts, hat Ansichten, hat Regeln, hat Meinungen. Bist du fest verankert? Oder glaubst du immer noch, dass da eine Macht außerhalb von dir, deine Entscheidungen, deine Erscheinung, deinen Wohlstand, deine Erfüllung, deine Liebe bestimmen kann? Sei ehrlich zu dir. Wenn du meine Videos hörst, sei ehrlich zu dir. Und wenn du nur diese Message verstehst und merkst, es hat sich aber noch nicht gezeigt, es hat sich noch nicht gezeigt, dann ist es an der Zeit, dass du dich vielleicht bei mir meldest für ein Mastermind, wo wir genau diese Sachen üben und trainieren und institutionalisieren in dich, in deinen Seinszustand, in deine Identität, so dass du nicht mehr dieses heiß und kalt und ja und nein und jetzt klappt es wieder nicht, jetzt ging es doch gerade mal gut, wieso stockt es jetzt schon wieder, wieso bleibe ich gerade stecken? Niemand muss stecken bleiben. Wir sind alle da, um im Fluss zu sein, im Fluss des Lebens, in der Erfüllung des Lebens. Ja, bist du bereit? Bist du ready? Buch dir einfach doch mal ein Gespräch bei mir. 20 Minuten, 60 Minuten, solange ich diese Gespräche noch mache. Weil wenn es mir zu viel wird, dann schalte ich sie wieder aus. Aber im Moment bin ich so begeistert, mit euch darüber zu sprechen, was die Wahrheit ist, was die Wahrhaftigkeit ist und wie jeder Einzelne individuell den nächsten Schritt tun kann in sein Divine Design, in seine Erfüllung. Komm mit mir in Kontakt. Ich freue mich riesig auf dich. Ich werde dir die Augen öffnen. Es werden dir Schuppen von den Augen fallen und du wirst erkennen, wo du dich immer und ewig im Kreis gedreht hast. Und lass uns reingehen in dein Divine Design, in deine Fülle, in die Erfüllung deiner Wünsche, deiner Beziehung, deines Wohlstandes. Alles ist da für dich. Ich hole dich ab. Komm mit. Like, kommentiere, stell mir Fragen. Lass uns hier wirklich eine Divine Design Community, ein Movement aufbauen,
wo niemand mehr anders sein oder tun oder machen oder denken kann, außer aus der göttlichen Perspektive heraus, aus der Erfüllung heraus, aus dem alles ist da, alles ist möglich, ich bin gut, ich bin richtig, meine Vergangenheit beschreibt mich nicht. Lasst uns dieses Movement riesig machen, weil das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit über uns, über unseren Seinszustand. Das ist die Wahrheit darüber, wie wir hier gedacht sind zu leben. Let's do it. Wir sehen uns im nächsten Video.